Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Flaschenheinze. Ich bin's persönlich. Heute geht's mal ein bisschen um Sysadministration, Neuinstallation von einem Windows 10 Gerät und worauf man achten könnte, wenn man ein Enterprise Gerät gegenüber einem Consumer Gerät hat und sonstige so Tipps, Tricks und sonstige Dinge, die man vielleicht im alltäglichen Gebrauch mit Umgang eines Rechners gebrauchen kann. Ganz grob der Unterschied zwischen einem Enterprise und einem Consumer-Gerät ist, dass die Hersteller von Enterprise-Hardware, von sogenannter Enterprise-Hardware, längeren Treiber-Support bieten gegenüber Consumer-Geräten und auch sogenannte Treiber-Pakete zum Download bereitbieten, die man dann in einem Rutsch via Kommandozeile installieren kann. Gegenüber der Consumer-Hardware, wo man jeden Treiber einzeln herunterladen muss, extrahieren und über eine Setup-Exe dann installieren muss. Kann man machen. Die Mehrausgabe für ein Enterprise-Gerät, wenn man nicht gerade Hardcore-Gamer ist, lohnt sich auf jeden Fall. Zumindest sollte man sich es mal anschauen. In Zeiten, wo Windows Update auch die Treiber mit installiert, ist natürlich die Frage berechtigt, warum sollte man überhaupt noch irgendwie irgendwas offline machen? Naja, die Antwort ist ganz einfach. Nicht jedes Gerät wird von Microsoft mit Treibern versorgt, was man bei sich im Gerätemanager findet. Das ist halt einfach so. Also man wird früher oder später dazu kommen, Treiber nachinstallieren zu müssen. Warum nicht von Anfang an das genau umgekehrt machen? Das heißt, man installiert erst das Treiberpaket des Herstellers und lässt dann das Microsoft-Update nochmal drüber laufen, um gegebenenfalls Treiber zu aktualisieren. Die Enterprise-Treiber müssen nicht zwangsläufig die neuesten Treiber sein. Es sind aber die, die funktionieren, die mit dem Gerät funktionieren, die mit dem Betriebssystem zusammen am besten funktionieren. Eklatante Sicherheitsmängel innerhalb der Treiber werden natürlich auch von den Herstellern regelmäßig geupdatet. Dafür gibt es dann neue Treiberpakete. Also die Notwendigkeit, regelmäßig nach neuen Treibern zu schauen, die ist bei Enterprise-Geräten genauso gegenüber bei Consumer-Geräten. Wenn jetzt der Wunsch danach besteht, ein Betriebssystem wie Windows 10 mit dem USB-Stick komplett neu zu installieren, ohne dass man irgendetwas online machen möchte, dann kann man das selbstverständlich tun. Dann bereitet man sich den USB-Stick vor, installiert das Windows-System und installiert die Treiber. So weit, so fein. Was ist jetzt aber, fragt man sich, ich habe kein Internet und ich habe auch keine sonstigen Dritttools, um jetzt rauszubekommen, was habe ich denn überhaupt für ein Gerät vor mir? Naja, viele Programme greifen einfach nur auf Windows-interne Mechanismen zurück, die man als Benutzer nicht immer zwangsläufig kennt. Wenn ich zum Beispiel wissen möchte, was ich für ein System habe, da brauche ich nur in den Registrierungseditor reinzugehen, bestätige die Nachfrage der Benutzerkontensteuerung mit Ja. Das kann ich alles übrigens auch mit Benutzerrechten machen. Gehe auf Local Machine, gehe auf Hardware, Description, System, BIOS und schon habe ich alle Informationen, die ich benötige, um ein Treiberpaket des Herstellers zu finden. Hier steht drin, welche BIOS-Version zurzeit aktuell auf dem Gerät ist, wer der Hersteller ist. Ein bisschen breiter ziehen hier oben, sodass man das alles gut lesen kann. Und das System Product Name. Das heißt, ich befinde mich jetzt hier auf einem Dell Latitude 5520. Und das sind jetzt Informationen, mit denen kann man sich dann ohne Probleme auf die Treibersuche begeben. Man kann das hier rauskopieren, das ist regulärer Doppelklick, dann ist es markiert, sagt man Steuerung C und hat man es auf jeden Fall schon mit der Zwischenablage. Wo wir gerade schon in der Registry sind, es gibt die Möglichkeiten, Favoriten zu setzen. Und jetzt kann man genau diesen Zweig als Bookmark hinzufügen, als Favorit. Und jedes Mal, wenn ich jetzt einfach mal die Registry wieder schließe und ich aus welchen Gründen auch immer wieder dahin zurück muss, es gibt mit Sicherheit Dinge, da muss man öfter mal wieder hin, kann man das sich über die Favoriten direkt aufrufen, dann wird der Pfad geöffnet. Man muss sich die Sache nur einmal merken, hat hier oben auch die Adresszeile, die ist auch mittlerweile zum Rauskopieren, und dann hat man die Sache immer und immer wieder. Sehr, sehr vorteilhaft, sehr, sehr praktisch. Gut, nun, da wir wissen, auf was für ein System wir sind, können wir uns auf die Treibersuche begeben. Dazu öffnet man wieder den Browser seines Vertrauens. Einrichtung abschließen, ohne Anmeldung. Es ist ein frisch installiertes System, das ist völlig okay. Und dann gehen wir doch mal auf eine Alternative zum großen Google. Wenn ich jetzt die Steuerungstaste gedrückt halte und mit der Maus scrolle,
Mit dem Mausrad in der Mitte kann ich die Ansicht verkleinern oder vergrößern. Für alle die, die Videos machen oder via Teams irgendwo was zeigen wollen, das ist schon ganz okay. So. Und jetzt kann man nach Driver Pack suchen. Und dann findet man in der Regel dann auch relativ oben den Hersteller und dann auch Latitude 5520 Windows 10 Driver Packs. Da klickt man dann halt einfach mal drauf. Und jetzt muss ich erst etwas verkleinern, so dass man alles sieht. Ja, Cookies werden akzeptiert. Wir sind alle das Krümelmonster. Und jetzt hat man hier die Übersicht über das Treiberpaket vom Hersteller Dell. Das Modell, Plattform, Version, Versionsdatum, Größe. Ich habe das im Hintergrund schon runtergeladen und habe es schon auf der Festplatte abgelegt. Aber mit dem Klick auf Jetzt hier herunterladen, seht ihr unten links die Datei, die dann heruntergeladen wird mit knapp 1,6 GB Größe. Hier bekommt man jetzt auch an einem Platz vorgestellt, welche Treiber in welcher Version und in welcher Kategorie enthalten sind und was sich zur Vorgängerversion des Treiberpaketes, in dem Fall wahrscheinlich die A02, verändert hat. Ob sie ersetzt worden sind, keine Änderung oder sonst irgendwas. Das ist alles das, was man so beim Hersteller Dell bekommt. Lenovo und HP, sie mögen auch hier genannt sein als die großen Enterprise-Hardware-Hersteller, die stehen sich da einem nichts nach. Wenn man jetzt nach einem Lenovo-Gerät sucht oder nach einem HP-Gerät, ist das alles sehr ähnlich. Der größte Unterschied mag sein, wenn man die Datei dann heruntergeladen hat, dass man anstelle einer ZIP-Datei eine sogenannte CAP, eine Kabinett-Datei hat. Auch hier, wenn ich einfach mal mit der Steuerungstaste an dem Mausrad drehe, wird die Ansicht vergrößert, so dass man das auch sieht. Das Kabinett.cab kommt vom englischen Cabinet File. Das ist einfach nur ein Aktenschrank. Nichts anderes ist diese CAP-Datei. Nach der Neuinstallation dieses Rechners werde ich euch zeigen, wie man das per Kommandozeile alles extrahiert. Bleibt also dran in diesem Video, da werdet ihr dann sehen, wie das funktioniert. Wenn ich jetzt dann die Treiber habe, habe sie extrahiert, dann sieht das so aus. Und wenn ich jetzt gefragt werde, das soll jetzt nur als Beispiel dienen, was ihr jetzt seht, wenn ich jetzt gebeten werde, okay, gib mir doch mal einen Abzug von dem, was da dateitechnisch alles drin ist in diesem Ordner, um Dubletten zu finden oder sonst irgendwas. Das, was ich jetzt zeige, das könnt ihr auf jeden Ordner anwenden, auf dem Betriebssystem. Ihr drückt einfach mal die Alt-GR-Taste. Und da die Taste, wo das sogenannte Tilde-Symbol ist. Und dann drückt ihr einfach mal Enter und schon bekommt ihr den kompletten Inhalt diesen Ordners aufgelistet. Da ist jetzt alles drin, in diesem auf oder jetzt hier in der Ansicht ist alles aufgelistet, was in dem Ordner x86 drin ist. Sowohl die Unterordner als auch die einzelnen Dateien. Das ist schon mal eine hervorragende Geschichte, um gegebenenfalls, wenn es nach Alphabet sortiert ist, wie es hier der Fall ist, um Dubletten herauszufinden. Das ist ganz spannend, wenn man MP3-Sammlungen hat oder Bilderdateien hat oder Videos oder sonst irgendwas. Oder man schlicht und ergreifend einfach mal was verlegt hat. Ja, jetzt hat man das und möchte aber irgendwie dieses Suchergebnis vielleicht irgendwie in Excel, in Word, in weiß der Geier was, aus welchen Gründen auch immer weiterverarbeiten. Naja, das ist dann wieder mal leider Gottes für die Leute, die es nicht gewohnt sind, über die Kommandozeile zu regeln. Da kann man jetzt einfach mal wieder zurückgehen. Beziehungsweise so. Das war der Ordner. Den kopieren wir uns einfach mal schnell weg. Und dann machen wir die Kommandozeile auf. Und jetzt wechseln wir einfach erstmal in dieses Verzeichnis. Das, was ich hier eben kopiert habe, kann ich bei der Kommandozeile mit der rechten Maustaste einführen. Einfügen. So, und jetzt habe ich die Möglichkeit, mit einem guten alten Dir mir das anzuzeigen. Da gibt es auch den ein oder anderen Parameter für, wo man dann ein bisschen andere Dinge sieht. Aber warum sollte man nicht das nehmen, was dafür besser gedacht ist? Da gibt es den Befehl Tree für Verästelung, Ast. Dann sieht man das so. Das sieht man schon mal, okay, da ist eine Struktur zu erkennen, aber jetzt habe ich es ja nur hier in der Kommandozeile und da gucken wir mal, was können wir jetzt damit machen. Naja, wir können die Ausgabe sogenannt umleiten. Das heißt, ich habe den Befehl und nehme jetzt das Umleitungssymbol mit der Shift-Taste und die Pfeile, Ausgabe nach.
Gehe jetzt hin und gebe das Verzeichnis an. Und wir nehmen das einfach mal so. Natürlich ist die Ausgabezeit davon abhängig, wie viele Dateien es betrifft, die im Ordner drin sind. Aber wenn man jetzt hier schaut, hat man ein hässliches Dokument. Naja, das ist die Interpretation des Textes von den Steuerzeichen. Aber da gibt es doch bestimmt was Schöneres. Ja, da gibt es auch was Schöneres. Schließen wir das erstmal wieder. Und zwar gibt es da natürlich, wie so oft in Microsoft-Welt, gibt es die Hilfe. Das heißt, man kann mit dem Befehl, mit dem Parameter slash F und slash A kann man das wunderbar besser darstellen. Also, Tree slash F slash A Ausgabe C Doppelpunkt Backslash 2 Backslash Tree 2.txt. Solltet ihr irgendwas mit Kommandozeilen machen, versucht Leerzeichen zu vermeiden. Weil wenn Leerzeichen drin sind im Dateinamen, muss man mit Anführungszeichen am kompletten Pfad arbeiten. Das ist manchmal nervig und unschön und ist einfach zu vermeiden. Auch dadurch, dass man eine kurze Ordnerstruktur, wie hier zum Beispiel mit Ordner 1 bis 9 als Beispiel auf der Festplatte sich anlegt. Das hat den Vorteil, dass sie nicht nur oben auftauchen, sondern sie haben auch einen sehr kurzen Dateinamen. Ihr seht, die Datei ist auf jeden Fall auch schon mal größer geworden, auch wegen dem Zeichensatz. Aber jetzt ist es auch fürs Auge wesentlich lesbarer. Jetzt hat man den kompletten Inhalt des Ordners mit der Struktur und Unterordnerstruktur aufgelistet. Ja, was soll ich jetzt damit machen, werdet ihr euch jetzt fragen. Naja, das ist eine per Volltext oder eine per Suche zu durchsuchende Datei. Das heißt, wenn man irgendetwas sucht, kann man jetzt hier innerhalb dieser Datei suchen und findet die Dinge relativ zügig. Ja, das geht auch alles über den Explorer. Aber dann bin ich halt immer online quasi in diesem Ordner und muss das tun. Ich wollte es auch nur mal erwähnt haben. Was haben wir noch Spannendes, bevor wir anfangen und die Treiber bzw. das Gerät, auf dem ich bin, neu zu installieren? Naja, die Pfad-Sachen, wenn man etwas kopieren möchte, sei es für Dokumentationszwecken oder sonst irgendwas, wenn ich jetzt irgendeine Datei haben möchte, hier die, ach komm, nehmen wir die Sys-Datei, und ich möchte jetzt den kompletten Pfad haben, inklusive des Namens der Datei. Viele Leute gehen hin, machen hier oben, drücken Steuerung C, haben dann den Editor und müssen jetzt noch im Hintergrund das so eingeben, beziehungsweise dann auch wegkopieren und es dann hinten hin anfügen. Das kann man so machen, aber es gibt in der Windows-Welt natürlich auch wieder einen schöneren Weg. Man drückt die Shift-Taste, markiert die Datei, drückt mit der rechten Maustaste drauf und sagt dann einfach als Pfad kopieren. Dann habe ich als Vergleich über Steuerung V vorne und hinten die Anführungszeichen, das heißt, selbst Leerzeichen im Pfad werden out of the box dadurch berücksichtigt, dass die Anführungszeichen vorne und hinten sind. Und ich habe dann auch direkt den Dateinamen mit bei. Das verhindert eine ganze Menge Schreibfehler in der realen Welt. Ja, das sind so die drei, vier Tipps, die ich auf jeden Fall euch mal mitteilen wollte, bevor es gleich an die Neuinstallation des Systems geht, um euch die Installation der Treiber zu zeigen. Also, bis gleich nach der Windows 10 Installation. Euer Taschenheinze. Hallihallo, so, da sind wir. Windows 10 ist installiert worden. Es ist bis auf den Grafikkartentreiber noch völlig out of the box, dieses System. Ich habe den Treiber bzw. das Treiberpaket in einen Ordner auf Laufwerk 10 mit dem Namen 1 kopiert. Ich habe zusätzlich noch die Datei-Namenserweiterung eingeschaltet und händisch den Grafikkartentreiber für die OBS-Studio-Software installiert, sodass wir diese Aufnahme machen können. Nun geht es daran, den Zustand des Gerätemanagers ein wenig zu verbessern, nämlich dass wir all diese unbekannten Geräte in einem Rutsch installiert bekommen. Im normalen Umfeld würde man jetzt hingehen und würde jeden Treiber von der Webseite einzeln herunterladen und würde gegebenenfalls den Setup-Prozess händisch mit durchklickern, sodass die Geräte installiert sind. Hätte wahrscheinlich 634.312 Neustarts dazwischen. Im Enterprise-Umfeld hier bei diesem Gerät als Beispiel
geht das alles ein wenig effizienter. Was brauchen wir dafür? Naja, wir brauchen dafür erstmal wieder die gute alte Kommandozeile, die wir mit administrativen Rechten ausführen. Und dazu wieder mit der rechten Maustaste als Administrator auswählen, auf OK klicken. Für die, die sich wundern, warum das so groß ist, unter den Eigenschaften der Kommandozeile und der Schriftart habe ich es auf 28 hochgedreht, so dass ihr auch in der Full HD-Auflösung etwas sehen könnt. Um den Windows-internen Mechanismus Expand zu nutzen, das ist ein Befehl, muss man natürlich einfach mal das einfach so eingeben. Und dann sieht man schon, dass Microsoft wieder so nett war und hat den Entwicklern nicht genug Geld gegeben, sodass sie da eine qualifizierte jetzt schon anbieten könnten, sondern man muss die Hilfe sich aufrufen mit Minus und dann Fragezeichen. Dann bekommt man den Hilfedialog. Das ist alles gut und schön, wenn man aber, was ja möglich ist, parallel arbeiten möchte, dann geht man halt einfach hin und nutzt das Umleiten-Symbol und sagt, okay, ich leite diese Ausgabe um nach den Ordner C1 expand.txt. Jetzt sollte man im Ordner C1 eine expand.txt haben, wo der Text drinne steht. Nicht verwundern, auch hier habe ich die Schriftgröße schon ein wenig geändert. Und jetzt kann man zum Beispiel einfach mit der Windows- und den Pfeiltasten sich diese Dinge aussuchen, wie man sie gerne angeordnet haben möchte, so dass man auch was sieht, dass man gegebenenfalls was wegkopieren kann von der rechten auf die linken Seite. Das benötigen wir nicht, weil ich schon einmal etwas vorbereitet habe. Das können wir ganz regulär kopieren und mit der rechten Maustaste aus der Zwischenablage dann einkopieren. Dieser Befehl expand mit dem Parameter minus F Doppelpunkt Stern extrahiert alle Dateien mit dem gleichen Namen, wie er sie in der CAP-Datei findet. Nach Ordner C Doppelpunkt Backslash 2. Und er stellt dann dort die Unterordner. Falls ihr euch wundert, warum das Anführungszeichen C Doppelpunkt Backslash 1 und so weiter ist, ja, das geht ganz einfach, indem man sagt, okay, mit der rechten Maustaste bzw. mit der Shift-Taste gedrückt halten und dann hat man als Pfad kopieren und schon kann man diesen Pfad, egal wo man ihn benötigt, einkopieren. Und so funktioniert das, vermeidet eine ganze Menge Schreibfehler. Nein, das möchten wir nicht speichern. So, dann drücken wir doch einfach mal Enter. Dann wird jetzt erstmal geguckt, was ist in der CAP-Datei drin. Er fügt das jetzt der Verarbeitungsliste hinzu und extrahiert dann den ganzen Kladderadatsch in einem Rutsch. Und wenn man dann direkt in den Ordner 2 reingeht, sieht man dann auch schon, was er tut und was nicht. Die 5520 ist die Modellnummer des Gerätes. Und hier hat man dann auch vom Hersteller nochmal eine schöne README, wo man eine ganze Menge über die Treiber, die man gleich installieren werden, noch erfahren kann. Was alles noch an sonstigen Informationen des Herstellers da wichtig ist. Hier findet man dann auch nochmal das Modellnummer, für welches Betriebssystem es ist. Und dann war es das auch schon. Und so schnell hat er das dann auch extrahiert. In dem Ordner existiert jetzt die komplette Ordnerstruktur der Treiber, so wie sie auch in der CAP-Datei vorhanden ist. Und wir möchten natürlich jetzt diese Treiber aus dem Ordner alle in einem Rutsch installieren. Und dazu geht man dann halt einfach in diesen Ordner, kopiert sich auch wieder diesen Pfad weg. Machen wir das mal schnell leer. Und jetzt nehmen wir das Kommandozeilenprogramm Plug-and-Play-Utility, PNP-Util. Und sagen, wir möchten einen Driver und sagen jetzt Sternpunkt inf und sagen sub dies. Wenn ich jetzt alles richtig gemacht habe, wird das Plug-and-Play-Utility mit dem Parameter addrivers und der Option alle inf-Dateien inklusive sub dies installieren. Das wird natürlich aus C Windows System 32 nicht funktionieren, man sollte dann natürlich schon in den Ordner wechseln, wo man diese Treiber vermutet. Zur Sicherheit einmal nochmal gecheckt: pnp-util.exe, add-driver, sub-ds. Jetzt bin ich im richtigen Startordner, in dem Windows 10 Ordner, x64 und sage: Okay, in dem Ordner und drunter installieren wir bitte alle Treiber. Was Windows jetzt macht, ist, dass er die gefundenen
auf INF-Dateien basierenden Treiber, und in der Regel sind alle SCCM-basierenden Treiber für Task-Sequenzen INF-basierende Treiber, weil sonst würde dieser Mechanismus nicht funktionieren. Diese Treiber werden jetzt dem Windows-Treiber-Store hinzugefügt. Diese Treiber werden dann noch nicht für die betroffenen Geräte aktiviert. Dazu bedarf es den Neustart. Der größte Nachteil dieser Funktion ist, dass alle Treiber hinzugefügt werden, unabhängig davon, ob sie benötigt werden oder nicht. Das kann das eine oder andere Megabyte zu viel auf der Festplatte belegen. Die Tatsache, dass dieses komplette Treiberpaket roundabout 3,2 Gigabyte groß ist, mag den einen oder anderen mit einer sehr eng bemessenen SSD stören. Der darf dann selbstverständlich sich wieder über den Gerätemanager bemühen und darf die Treiber händisch installieren und dann darf dann jedes Mal diesen Speicher oder Treiber auswählen, sodass dann auch nur diese Treiber installiert werden für die Hardware, die er auf dem System hat. Aus meiner Sicht ist die Größe, die jetzt auf dem Datenträger abgelegt wird, vernachlässigbar, weil der Vorteil einfach überwiegt, dass alles ohne Probleme funktioniert. Wenn denn dann alle Treiber installiert sind, brauche ich exakt einen Neustart. Windows macht nach dem Neustart eine automatische Treiber oder eine automatisierte, automatisch stattfindende Hardwareerkennung. Das passiert bei jedem Neustart und selektiert dann automatisch den für ihn richtig passenden Treiber. Das ist, wenn man einen Treiber händisch installiert, die Frage nach, soll ich automatisch nach Treibern suchen? Wenn ich jetzt im Gerätemanager schaue, könnte ich auch hingehen und könnte zu jedem Gerät Treiber aktualisieren. Wenn ich jetzt automatisch nach Treibern suchen klicke, soll der in den Windows Treiber Store gehen und sollte dort den Treiber finden. Da wir das anders machen, das war nur eine Information, klicke ich hier auch wieder auf Abbrechen und werde das System jetzt einfach mal neu starten. Und wir sehen und sprechen uns dann nach dem Neustart. Hallo, zurück nach dem Neustart von Windows 10. Wir schauen in den Gerätemanager und gucken, ob mein Versprechen gehalten worden ist. Das sieht doch gut aus. Es ist kein Gerät mehr da drin, was unbekannt ist. Jedes Gerät hat die richtigen Treiber, so wie es sein soll. Und das alles mit nur einem Neustart und einer kurzen Kommandozeile. Zwei, wenn man das Extrahieren mitberechnet. Wichtig zu verstehen ist, dass die Hersteller von Enterprise-Hardware, Dell, Lenovo, HP, sind da mal als die drei großen am Markt genannt, Treiberpakete bereitstellen, entweder als ZIP-Datei oder als CAP-Datei. Eine ZIP-Datei kann mit dem Windows-eigenen ZIP-Programm entpackt werden, wie die CAP-Dateien extrahiert werden, habt ihr eben gesehen. Das ist alles ohne Probleme, keine Angst vor neuen Dingen, aber die Installation geht halt zügig sanft vonstatten und nur mit einem Neustart. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt, hattet Spaß dabei. Bleibt gesund, habt euch wohl. Bis zum nächsten Video des Tascheneinzel.